Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Reverb Sound Design. Also wie können wir einen schöneren, besseren, schlechteren Reverb erreichen? Aber legen wir doch einfach mal los. So, es gibt ja immer wieder so eine Diskussion, berechtigterweise, halbwegs, eigentlich schon berechtigterweise, aber eigentlich zu Unrecht, warum manche Dinge in Bitwig vielleicht signifikanter schlechter klingen, angeblich, als in irgendwelchen anderen DAWs oder VSTs. Und eine Diskussion in den Kommentaren auf YouTube von dem Jens Schettler hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich nochmal mit dem Bereich Reverb auseinandersetze. Ich bin da jetzt kein Profi darin, aber schon mit einfachen Dingen kann man zeigen, dass diese Kritik, die zum Beispiel der Reverb und der Bitwig hat, er würde nicht so gut klingen, zu metallisch oder da gibt es ja jede mögliche Ausformung, zu wenig Echos war ja ein Kritikpunkt, dass andere Reverbs einfach cremiger klingen, so die ganze Nachhallfahne, alles viel besser klingt. Und da muss man, glaube ich, oder ich muss dafür Bitwig so ein bisschen eine Lanze brechen. Nämlich Bitwig hat ja so diese Philosophie, dass sie uns Werkzeuge zur Hand gibt, die uns befähigen, quasi alles damit zu machen. Um so einen Vergleich mal herzunehmen, wenn ich eine komplette Villa kaufe und ich könnte jetzt diese Villa an jeden Ort dieser Welt stellen. Einfach so eine superschöne Villa mit vielen Schnörkeln und Balkonen und kleinen Ornamenten und schönen Eingängen und wunderbaren Fenster mit so Fensterkreuzen drin. Und alles total schick irgendwie modelliert und gemacht. Dann sieht die schon mal auf den ersten Schlag super klasse aus. So, will ich mit dieser Villa jetzt was anderes machen? Kann ich das unter Umständen nicht, weil die ist so fest und ich müsste jetzt die quasi komplett kaputt abreißen und neu aufbauen. Oder ich habe in dieser Villa quasi einen Preset drin, dass die Villa auf einen Schlag blau ist, dann grün, dann gelb, dann habe ich 4 Balkone, nur einen Balkon, eine Wahnsinnsterrasse, keine Terrasse und das kann ich dann so aus den Presets auswählen. Bitwig dagegen, um mal einfach ein krasses Beispiel zu nehmen, ist jetzt einfach nur dieser Kubus mit einer Tür vorne drin und ein paar Fenstern. Und das war's dann eigentlich erstmal. So im direkten Vergleich ist wahrscheinlich klar, wer sich für was entscheidet. Allerdings habe ich mit diesem grauen Kubus einfach mehr Möglichkeiten, was ich dazu bauen kann. Das heißt, ich kann jetzt andere Dinge nehmen und sie dann daran tun. Ich kann meinen ganzen Kubus so verschönern, dass es im Endeffekt aussieht wie diese Villa. Ich muss aber eine ganze Menge machen. Und am Anfang sieht es halt einfach unschön aus. Das ist einfach mal so als Erklärung, dass Bitwig teilweise oder sehr viel einfach so ein Baukastensystem ist, wo ich einfach Grundelemente bekomme, die ich mit dem entsprechenden Handwerk quasi so komplex ausbauen kann, dass er aussieht wie eine tolle Villa zum Beispiel. Und ähnlich ist das mit dem Reverb in Bitwig. So, ich mache jetzt hier gerade mal einen Reverb an. Ich habe das ja mal in einem anderen Video erklärt, wie der Reverb ausgebaut ist. Also so standardmäßig ist so ein Reverb aufgebaut aus Early Reflections, also die ersten Echos, die ankommen, die werden unterschieden hier in Room und Hall. Und dann gibt es Delayed Reflections, das heißt, was dann hin und her reflektiert wird und dann von verschiedenen Unebenheiten gebrochen, aufgeteilt, zersprenkelt, zerstäubt wird, sodass man dann nicht einzelne Echos hört, sondern einfach mehr so ein Rauschen, was einem dann wieder entgegenkommt. Bei den Early Reflections, diese Unterscheidung zwischen Room und Hall ist auch eine ganz wichtige, weil man das von vielen Presets einfach gewohnt ist und sagt, okay, Hall ist gleich größer, ist gewaltiger, was ja auch so stimmt. Aber man muss sich mal vor Augen halten, was diese zwei unterschiedlichen Räume einfach machen. In einem Room, das ist ja eher so dieser kleinere Raum, wenn ich etwas abspiele, dann wird das relativ schnell reflektiert. Nehme ich jetzt einfach mal so eine riesige Halle und stelle mir jetzt meinen Sound als große Kugel vor.
Und ich spiele die Kugel los, schmeiße sie gegen die nächste Wand und dann dauert das, bis die Reflexion wieder zurückkommt. Das heißt, ich habe dann so ein Bumm und dann kommt so ein Wuff zurück. Bumm, Wuff. Das passiert bei einem kleinen Raum nicht. Da kriege ich das halt sofort und kriege diese, sag mal, diese Absenkung der Lautstärke einfach gar nicht mit, weil die Reflexion kommt relativ sofort. Ich kann das hier mal vielleicht mit der E-Kick demonstrieren. Jetzt mache ich das mal ganz runter und kein Delay rein zum Beispiel. Und wenn ich jetzt den Hall nehme und die Size ordentlich groß mache, um einfach das Extrem darzustellen, da hat man so Bumm, Huff. Und wenn ich jetzt, wobei das eher weniger Auswirkungen hat, das eher dann so hinten raus. Das heißt, ich habe bei dieser grundsätzlichen Unterscheidung Room und Hall ist erstmal so, wann kommt die Early Reflection wieder? Kommt die relativ schnell oder kommt die relativ langsam? Und dann kann ich natürlich mit dem Pre-Delay nochmal ein bisschen rumspielen, wenn ich das dann so mache. Und die Diffusion ist diese Zersprenkelung, diese Zerstäubung der Echos. Und bei Build-Up ist es quasi die gleiche Zerstäubung im Late Reverb. So, und wenn ich dir gar keine Zerstäubung mache, habe ich das. Das ist sehr unnatürlich, das wird wahrscheinlich so in der Natur nie vorkommen. Wenn ich jetzt alleine den Early Reverb da quasi zerstäube, habe ich in dem Late immer noch quasi den reinen Early Reverb, den rein zerstäubten Early Reverb, der mir dann in dem Late Reverb nochmal reflektiert wird. Das Reverb hier in Bitwig ist halt jetzt einfach nur mal quasi das Grundhandwerkzeug, das völlig schnöde, dieser graue Kubus mit einer Tür, sage ich jetzt mal, mit dem man starten kann. Und das Ding klingt halt erstmal so in der Grundeinstellung nicht wirklich sexy. Und ich habe hier standardmäßig immer einen EQ drin, entschuldigt bitte, ich habe das jetzt komplett alles falsch dargestellt. Jetzt vielleicht nicht gerade so der Riesenunterschied bei den Beispielen, die ich da gebracht habe. Aber trotzdem, so, und bei dem anderen habe ich das nämlich auch drin. Das muss ich vielleicht gleich mal rausschmeißen, dass wir das von vorne ordentlich machen. So, standardmäßig ist da nämlich nirgends was drin. So, und jetzt kann man natürlich hingehen und zu diesem unmodellierten, unveränderten, reinen Handwerkszeug, was wir hier haben, kann ich jetzt hier über den Preset-Knopf, kann ich mir jetzt für den Reverb. Eigentlich sollte jetzt der Reverb stehen, oder ich bin gerade ein bisschen blind. Jetzt das Falsche gedrückt. Da ist der Reverb, genau. So, habe ich jetzt verschiedene Reverb-Presets. Und um ganz ehrlich zu sein, wir zeigen zwar so ein bisschen, was man mit dem Ding machen kann, aber standardmäßig haben jetzt die reinen Reverb-VSTs natürlich einfach beeindruckendere Reverbs. Da sind zwar etliche und die sind auch lustig benannt, aber ich ertappe mich relativ selten, dass ich hier in diesen Presets einfach gucke, sondern ich modelliere mir das selber hin. Aber vielleicht auch, weil ich mich länger damit beschäftigt habe und auch so ungefähr weiß, was ich tue und weiß, was ich will. Und dann ist einfach der Griff zu den Presets bei mir zu den Dingern hier, um die dann wieder so umzuändern, wie ich es eigentlich haben will, würde länger gehen, als wenn ich hier schnell alles einstelle, damit ich so auf, sag mal, 80, 90% dem Sound ende, den ich haben möchte. So, also das heißt, ich habe hier schon mal Presets, auch so ein Shimmer-Reverb. Ist jetzt vielleicht mit der E-Kick nicht so schön, wenn wir das jetzt hier machen. Und warum kriege ich jetzt hier keine Dings ist, achso, weil ich auf den Favorites war, lustigerweise. Nehmen wir jetzt mal den Schimmer, hatten wir hier gerade zum Beispiel mit dem Polysynth. So. Ist zwar ein Shimmer Reverb, ist zwar nett,
Aber also kann man benutzen und in einem Mix würde der wahrscheinlich auch komplett ausreichend sein. So alleine gespielt, hört das geübte Ohr vielleicht schon, okay, das geht besser, wenn man den Vergleich hat. Ist ja immer so die Sache, wenn man keinen Vergleich hat, dann ist es oft gar kein Problem. Wenn man dann anfängt zu vergleichen, dann kriegt man erst die Probleme. So, und jetzt gibt es aber nicht nur mit dem Reverb-Presets, also wer jetzt im Bitwig mit dem Reverb an sich jetzt nicht so wirklich zufrieden ist, der könnte jetzt auch hingehen, ich mache hier mal eine neue Spur auf und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Reverb raus, warte mal, ich nehme hier jetzt einfach nochmal einen Polysynth als Instrument vorne dran, damit wir auch ein bisschen was zu hören haben und würde jetzt. Dann packen wir es einfach direkt hinten dran. Und würde jetzt hier nochmal einen extra Reverb, nicht unbedingt von diesem Reverb nehmen, sondern ich gehe dann hin und suche mir dann einen Reverb aus den Packages heraus. Jetzt bin ich hier gerade in den Presets, in die Presets muss ich rein, genau. Und zwar hat Bitwig ja diverse Packages, die man sich dazu installieren kann. Machen wir mal dieses Browserfenster größer. Und da gibt es hier dieses Audio FX Package. Und in diesem Audio FX Package gibt es die Kategorie Reverb. So, und dann schränken wir das hier noch ein auf Bitwig. Das müsste eigentlich reichen. Und jetzt kriege ich hier eine ganze Menge an verschiedenen Reverbs. Hier sehe ich die Creator, wer da ein paar Sachen zugesteuert hat. Und ich habe hier jetzt zusätzliche Reverbs, die nicht unbedingt mit dem Bitwig Reverb Device gemacht worden sind. Zum Beispiel eine ganze Menge ist hier Miles Deep. Die sind mit dem FX Grid gemacht worden. Nehmen wir mal hier Airplane Hangar. Die sind dann unter Umständen auch um einiges CPU-intensiver, wenn ich hier oben das mal anzeige, dann fängt der an hier gleich. Oder in Arena. Und ich habe hier eine ganze Menge verschiedenster zusätzlicher Reverbs, die nicht mit dem. Wobei das ist, glaube ich. Nee, das ist auch das FX Grid. Also das heißt, da ist halt einfach wird das Grid genommen, um einen Reverb zu erzeugen. Und das ist natürlich noch eine weitere Möglichkeit, dass ich nicht nur mit dem Reverb-Device, wo ich relativ schnell einen einfachen Reverb zusammen habe und wo ich auch so ein bisschen Reverbs zusammenbauen kann, Reverbs bekommen kann, sondern in den Presets, also hier über die Presets und das Audio FX Package, habe ich hier einfach weitere Reverbs, die ich benutzen kann, die nicht unbedingt mit dem speziellen Bitwig Reverb erstellt worden sind. Das ist einfach nur so, wenn man Presets sucht in Bitwig und einfach nur bei dem Reverb-Device sucht. Es gibt eben auch noch andere Reverbs. So, mit Late Reverb. Die brauchen dann immer so ein bisschen zum Laden, weil da eine Menge Grid im Hintergrund ist. Das Shimmer ist das auch wieder ein. Das ist das normale Shimmer, was wir vorhin hatten mit dem Bitwig Reverb, aber alle die hier ALG irgendwas heißen, sind mit dem FX Grid gemacht. Und da findet man hier, Polarity hat auch ein paar Reverbs gemacht. Er ist dann, glaube ich, auch hingegangen. Das ist, glaube ich, wenn wir das genau angucken, steht ja auch Chorus Verb hin. Das ist quasi ein Reverb mit dem Chorus. Und dann können wir hier mal im Wet gucken. Da hängt dann auch wieder so ein Reverb drin. Es gibt einfach verschiedene Art und Weisen, wie man so einen Reverb aufbauen kann. So, gehen wir aber wieder zurück zu dem normalen Standard Reverb Device. Also, wie gesagt, man kann hier die verschiedenen
Jetzt habe ich alles verstellt. Man kann hier die verschiedenen Reverbs aufrufen. Ich lande hier immer auf den Favoriten, warum auch immer. Und nochmal hier aufrufen. Eigentlich ist das immer mit einem Rechtsklick, aber irgendwie scheint mein Rechtsklick gerade hier, irgendwas scheine ich hier falsch geklickt zu haben. Hier kann ich die verschiedenen Reverbs auswählen und ja, kann die dann verändern, wie ich will. Aber gehen wir doch einfach mal so auf das Standard-Reverb ein, weil meistens brauchen wir, ich sag mal so, für im Mix, für Sounddesign oder sowas, einfach nur mal so ein einfaches Reverb, aber halt nicht so, das soll zum Beispiel nicht so metallisch klingen. Wenn ich jetzt den Polysynth hier aufmache, den Filter ein bisschen aufmache. So. Dann hattest du hinten raus immer so, was würden dann noch so ein paar Metallgitterstäbe nachklingen? Das wollen wir natürlich nicht. Dann machen wir hier noch ein bisschen Release rein. Ein bisschen Unison. Da ist immer so ein bisschen dieses leicht metallische, was auch ganz, ganz oft kritisiert wird. So, und jetzt gibt es, ich mache mal hier den Polysynth klein. Und jetzt gibt es ja in diesem Reverb, gibt es ja diese beiden Container, Tank FX und Wet FX. Und Tank FX ist ja der Teil von dem Late Reverb, der ja quasi die Iteration durchspielt. Das heißt, wenn durch den Early Reverb, was dann in den Late Reverb reflektiert wird, dann kann man hier quasi wie so ein, sich wie so ein Loop vorstellen, der dann immer leiser wird, durch den Late Mix auch, wo ich dann noch weitere Effekte dazu packen kann. Das heißt, jede Iteration, also jedes neue Echo, was im Late Reverb quasi verarbeitet wird, kann ich hier beeinflussen. Und das allererste, was ich normalerweise mache, das habt ihr auch vorhin gesehen, ich nehme jetzt aber mal statt den EQ 2 den EQ Plus, dass ich hingehe und einfach die Höhen abschneide. So, und jetzt mache ich folgendermaßen, ich drehe diesen Early Reverb mal komplett auf. Den Late mache ich hier mal ordentlich lang, aber den Mix nicht so lange. Jetzt habe ich den EQ aus hier. Dann hört man auch schön die Hallfahne hinten raus. Und vielleicht mache ich hier dann noch einen Peak Limit dahin und guck mal, dass das ganze Ding auch ordentlich laut ist. Dann nehmen wir hier ein Tool. Na, eigentlich ist es laut genug. So. Und wenn ich jetzt den EQ anmache, werden die Höhen bei jedem Durchlauf mehr und mehr gedämmt. Ich kann ja einen High Cut 1 nehmen, also eine relativ sanfte Dämmung, und mache das einfach hier mal so. Machen wir den Late Mix auf. Kann hier zum Beispiel auch die Tiefen gleich noch. Oder wenn ich das hier oben ein bisschen extremer mache, dann hört man das auch besser. Oder ich spiele einfach mal ein bisschen höher. Es klingt immer noch, aber die Tiefen und die Höhentöne. Also mal hier länger machen und den Late ordentlich aufreißen. Die hohen Töne, gehen wir hier voll ins Stereo, alles mal übertreiben. Werden die oberen Frequenzen, das sieht man hier auch schön, langsam immer weniger. Und das, was jetzt noch übrig bleibt an Reverb, ist ja 20 Sekunden, vielleicht 10 Sekunden oder so. Das wird halt immer weniger durch dieses Hin und Her reflektieren. Das heißt, alleine, dass ich hier schon in den Tank FX, der ja quasi ständig diese Schleife fährt, Late Reverb, dann geht er wieder in diese Schleife Tank FX, wieder spielt er wieder Late Reverb, wieder Tank FX. Und alles, was ich hier hinten rein mache, verändert meinen Sound im Late und im Wet würde es meinen kompletten Sound verändern. Das heißt, wenn ich jetzt den EQ hier in den Wet FX rüberschiebe. Dann reagiert der anders, weil mein Late Reverb wird nicht jedes Mal
anfangen, den Sound, also die hohen Frequenzen und die tiefen Frequenzen abzuschneiden bei jeder Iteration, bei jedem Schleifenlauf, sondern es wird ganz zum Schluss am Sound gemacht, wie wenn ich diesen EQ quasi nach dem Reverb hinsetze. Also wenn ich den jetzt einfach quasi hinten ransetze, so dass ich hier gar nicht dieses Wet-FX aufhabe. Nur wenn ich den EQ halt in den Wet-FX reinpacke, dann könnte ich das als Preset, als Reverb-Preset halt abspeichern, dann ist dieser EQ mit drin. So, packe ich den EQ gleich mal wieder in den Tank-FX rein. Ups. Ich spiele jetzt erstmal den Wet-FX und dann nochmal den Tank-FX, damit man das nochmal ordentlich hört. Also es nimmt hörbar schneller ab. Und was noch auch wichtig zu ist, es ist am Anfang sind mehr hohe Frequenzen da. Achtet einfach mal darauf, wenn ich das spiele, gerade am Anfang den Anschlag und so quasi die allerersten Reflexionen, die haben sehr viel hohe Frequenzen. Wenn ich das in den Wet-FX rein tue, dann gehen die Early Reflections quasi direkt in den EQ und der schneidet die hohen Frequenzen ab. Deshalb ist beim ersten Anschlag weniger hohe Frequenzen, auch weniger Tieffrequenzen da, nur die Tiefen, die hören wir da nicht so gut. Die hohen sind da ein bisschen auffälliger. Und deshalb werden in dem Wet-FX, also wenn quasi der Sound hier rausgeht, die Early Reflections halt gleich erstmal um die hohen Frequenzen beschnitten, aber insgesamt dadurch, dass der EQ nicht in dem Tank-FX ist, also diese Schleifen gar nicht durchlaufen kann, sondern nur am Ende sagt, und das ist meine Hüllkurve quasi, nicht ganz der richtige Begriff, aber trotzdem, das ist meine Kurve im EQ, sagt er halt einfach, okay, ich nehme da jetzt nicht ständig wieder was weg von den hohen Frequenzen, sondern ich nehme nur ganz am Schluss einmal weg was von den hohen Frequenzen. Und deshalb ist auch dieser Abfall der hohen Frequenzen auch wesentlich geringer. Und das sind dann schon mal so die ersten Unterschiede, die man hören kann, die man mit dem Reverb machen kann, sodass auch dieses Metallische weg ist. Weil das Metallische sind ja diese hohen Frequenzen. Ja, wenn ich den jetzt hier ausmache, habe ich dieses Hohe einfach dabei, diese hohen Frequenzen. Und so habe ich sie weniger im Wet und noch weniger im Tank. Also wichtig, nochmal so für diese ganze Tank- und Wet-FX-Geschichte beim Reverb. Die Early Reflections, die Late Reflections sind wichtig und Tank-FX und Wet-FX sind wahnsinnig wichtig beim Gestaltung des Sounddesigns für den Reverb. So, und jetzt kann ich ja eine ganze Menge damit machen, ne? Also ich kann, wie gesagt, einen EQ da reinpacken. Ich kann aber jetzt zum Beispiel auch hingehen und sagen, ich packe jetzt in den Tank-FX, packe ich jetzt zum Beispiel einen Delay 2 rein, also so ein Stereo-Delay. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das. Achso, ich habe jetzt hier noch den EQ am Start. Und durch diese Reflexion des Delay 2s bleibt der Sound länger da, wird aber noch mehr geechoed hin und her. Das heißt, bei jeder Late Reflection kommen noch Echos von dem Delay 2 mit dazu. Ich mach mal ohne Equalizer, ohne Delay. Mit. Ist schwierig zu hören, aber wenn man ganz genau hinhört, merkt man, dass da jetzt einfach mehr Reflexionen mit dabei sind. Ich kann hier nochmal auch den High Frequency aufmachen, den Low ist jetzt weniger. Quatsch, High Frequency. Den High Cut aufmachen. Dann hört man es vielleicht noch mal ein bisschen genauer.
Also man hört das ganz gut am Anfang, wenn man so ganz genau weiß, wo man hinhören muss. Wenn man zum Beispiel jetzt diese Hallfahne genau untersucht vom Sound her, und man könnte das jetzt so ein bisschen vergleichen, muss man hier diese ganzen Effekte ausmachen. Nee, ich brauche irgendwas Langweiliges. Nämlich, das ist auch der Sinn und Hintergrund. Das ist jetzt so ein Ton, der ist extrem langweilig. Der ist so quasi mitten rein ins Gesicht. Der bewegt sich nicht, der macht gar nichts. Und nervt relativ schnell. So, und bei dem Beispiel von eben ist das im Prinzip ähnlich. Mache ich diesen Delay nicht, kommt der Hall quasi so einmal so direkt auf einen zu. Der bleibt da so. Und dadurch, dass ich das hinzufüge, ist dieses so in der Mitte gleichbleibende, wird einfach durch Bewegung, verzerrt ist das falsche Wort, aber durch Bewegung einfach verschoben bewegt, durch Bewegung bewegt. Da ist einfach, da passiert irgendwas dazwischendrin. Und wenn so ein Ton alleine spielt, wie gesagt, im Mix fällt das wahrscheinlich nicht so auf und da muss man vielleicht nicht so in die Details gehen, aber wenn so ein Ton alleine spielt, wenn man ein Klavier hat und das spielt jetzt so in der Halle oder in irgendeinem Raum, dann fällt sowas schon massiv auf. Und dann sollte man auch gucken, dass auch dieses Design so stimmt. Oder was man jetzt noch machen könnte, statt, ich mache jetzt einfach immer nur statt, das kann man natürlich auch alles kombinieren. Man nimmt hier zum Beispiel einen Chorus rein. Den von Bitwig. Ich nehme jetzt einfach alles nur Bitwig-Devices. Mache ich jetzt hier einen Tank FX. Könnte zum Beispiel die Delay ganz runter auf 3 Millisekunden schauben. Den Mix machen wir einfach mal alles vor der Kanne. Dann hier mal in die Mitte. Das auch mal schneller laufen lassen. Dann hört man, was passiert. Und man sieht ja auch, was hier passiert. So klingt das alles wieder so gerade, uniform, und so wird es halt so ein bisschen, man sieht es ja auch hier, so ein bisschen durcheinander gewirbelt, wodurch dann wieder so interessantere Texturen entstehen. Und was man jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt überall nur in diesem Tank FX drin, weil dadurch kann man einfach diese Late Reverbs schön, also gerade bei langen Reverbs, bei denen das auch normalerweise sehr wichtig ist. Bei den Short Reverbs kann man sich, da kann man schon ein bisschen mehr mogeln, aber meistens nimmt man ja lange Reverbs, um ein Instrument ein bisschen mehr scheinen zu lassen. Und für Schein brauchen wir auch das schönere Licht, also müssen wir an dem Late Reverb oftmals rumbauen. Was man natürlich zum Beispiel auch machen kann, ist, wir nehmen einen Pitch Shifter hier rein. Gehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen runter. Auch mal extrem. Extrem hört man dann immer sehr gut. Mit einem Chorus zusammen. Oder hinter einem Chorus. Ist auch immer so die Sache mit der Reihenfolge. Wann mache ich was hin? Oder packe ich den in den Wet-Effekt, wobei das in dem Moment ungefähr das gleiche ist. Oder fast das gleiche. Da ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wann dieser White-Schalter. Der müsste aber vor dem Wet FX
das kann ich aber nicht sagen, benutzt werden. So, oder was ich zum Beispiel noch machen kann, ich nehme ein Blur-Device, packe das, ist alles hinten in meinem Reverb drin. Ups, nehmen wir den hier. Ich kann das Ganze natürlich auch modulieren. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, einen Filter zum Beispiel reinsetzen. Keine Ahnung, was da jetzt passiert, ganz ehrlich. So, dann nehme ich hier mal einen LFO und lasse es einfach mal lustig hin und her wandern. Vielleicht nicht so super schnell. Mal gucken, vielleicht nachher dann doch super schnell. Haben wir einen Dauerton irgendwo erzeugt? Ich hier hinten noch was an? Nee, da hinten ist nichts mehr an. Ich kann jetzt zum Beispiel den EQ da hinten mal wieder anmachen. Nicht so ganz so extrem. Zum Beispiel sowas. Oder ich packe in den Reverb einen weiteren Reverb und habe dann sämtliche Möglichkeiten nochmal. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass ich hier wirklich ein übles Feedback erzeuge. Ich habe hier wieder einen EQ drin, deshalb mache ich den da hinten mal aus. Das alles hier mal klein. So, den machen wir auch mal aus. Klein. So, jetzt habe ich einen Reverb, der im Tank FX von einem Reverb sitzt. Das heißt, ich habe hier nochmal eine Verschachtelung von den Early Reverbs in den plus den Late Reverb kann ich nochmal Einfluss nehmen. Ich jetzt hier diesen Late Reverb noch mal ordentlich aufdrehe. Sieht man schon, wie hier was losgeht. Vielleicht sollte man hier noch einen High-Pass-Filter mit reinnehmen. Und ich würde hier dann auch sowas wie einen Chorus schon wieder reintun, damit das auch ordentlich durcheinander gewirbelt wird. Mal gucken, diesen hier. Zum Beispiel, jetzt könnte man den Delay 2 hier wieder anmachen. Den Delay 2 in den Wet FX von dem zweiten Reverb reintun und eventuell die Höhen hier noch weiter rausziehen, damit dieses Metallische weg ist. Und wir hatten ja in dem, wo ist mein Delay, der ist in dem Wet drin, da auch die Höhen rausziehen, weil wir wollen ja nicht da dieses Metallische drin haben. Und je nachdem, wie ich meine Hallfahne haben will, kann ich die halt wirklich entweder über den Wet, also den Gesamtsound, schon modellieren oder über den Tank die schleifenweise Veränderung des Sounds angehen. Und da kann ich natürlich alle Effekte, alle Audio-FX-Effekte nehmen, die ich hier am Start habe. Ob das jetzt Bitwig ist oder ob das jetzt andere VSTs sind, die ich hier reinbauen kann. Jetzt mal hier alle
Bitwig ausgewählt. Das heißt, ich kann einen Amp reinnehmen, ich kann den Bitcrusher mit reinnehmen, den Plur, einen Kompressor kann ich reintun, einen Deesser, wenn es sein muss. Ich kann hier alles Mögliche reinziehen, um diesen Sound tatsächlich zu modellieren. Oder ich nehme halt einfach nur einen EQ. Machen wir hier mal alle Effekte hier weg, die wir hier am Start haben. Es ist Tank komplett leer und ich würde jetzt hier einen EQ Plus reinnehmen. Würde jetzt sagen, so standardmäßig, die Tiefen will ich raus haben und die Höhen will ich raus haben. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel noch solche hier vielleicht auch mal nicht so gleich mit vollen Höhen reingehen. Kann die natürlich auch hier modulieren, kann die sidechainen mit irgendwas, mit sich selber oder mit irgendwelchen anderen Instrumenten, so dass ich den Hall auch dynamisch verändern kann. Und das ist halt dieser Grundbaukasten, den ich mit so einem Reverb habe. Und dann genauso bei einer Kick, wenn ich hier jetzt zum Beispiel eine Kick habe mit einem großen Room, dann machen wir jetzt hier mal so 10 Sekunden, 12 Sekunden irgendwas. Und hier hatte ich meinen EQ und den mache ich hier jetzt mal wieder rein in den Tank. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht rum. Kann jetzt hier einfach mal die Tiefen abschneiden, damit der nicht so lang rumrumpelt und die Höhen kann ich auch noch mal mit ein bisschen abschneiden. Oder mache jetzt die Hallfahne einfach länger und den Late Mix ein bisschen zu, dann hallt es eigentlich länger, aber die Dämpfung ist einfach relativ schneller da. Beispiel könnt ihr hinten jetzt, wenn ich lustig bin, einen Pitch-Shifter dazu packen und sage einfach der Tank FX Delay Reverb, sie gehen einfach hoch. Zum Beispiel. Oder ich moduliere den Pitch-Shifter zum Beispiel mit einer Ramp. Dann sage so, okay, du fängst hier vorne an und gehst dann quasi auf 0 zurück. Ungefähr, keine Ahnung, ob das jetzt 0 ist. Was ist jetzt gemacht? Relativ schnell. 10 Sekunden, machen wir den mal 3 Sekunden. Der legt zu hier, würde ich mal sagen. Aber der wieder ein bisschen länger hier. Quatsch. Am Anfang geht der so ein bisschen hoch, man hört das. Aber der Pitch-Shifter geht wieder langsam zurück. Das heißt, man kann halt wirklich auf ein ziemlich tiefes Detaillevel von den Reverb runtergehen und wirklich an ganz, ganz vielen Schrauben drehen. Und das geht halt wirklich nur, wenn man so ein grundlegendes Werkzeug hat. Wäre jetzt hier schon ganz viel an diesen Effekten quasi rein verbaut, könnten wir da gar keinen Einfluss mehr darauf nehmen, weil das ja alles schon vorherbestimmt ist. Und das halt bei diesem Reverb nicht und bei vielen anderen Devices bei Bitwig halt auch nicht. Und das macht es halt dann ein bisschen schwierig oftmals, weil die dann halt so als grundgrauer Kubus mit Tür und Fenstern quasi und nicht schicke Villa einfach mal nicht so schön klingend daherkommen. Und andere VSTs, wo halt schon eine ganze Menge solcher Sachen quasi eingebaut ist, da wird halt geguckt, okay, wie klingt das hier, wie klingt das da,
was verstehen die Leute jetzt unter Raum und unter Halle oder unter Church? Und da gibt es ja alle möglichen Bezeichnungen, und die man halt auch aus dem echten Leben kennt, und auch solche Sachen wie Convolution Reverbs, wo dann der Raum quasi gesampelt wird, also die Charakteristik, wie ein Raum hallt oder klingt, wird in Algorithmus gepackt, sodass man den da anklicken kann und sagen, du klingst jetzt wie der, ja, das ist der Hamburger Dom. Und dann sind alle Regler und alle zusätzlichen Sounddesign-Elemente so ausgerichtet, dass es klingt wie der Hamburger Dom. Das ist ja auch ganz einfach dieser Convolution Reverb. Das heißt, Schalter in die richtige Richtung gedreht, die richtigen Sounddesign-Elemente genommen, und dann klingt das entsprechend. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Neuerfindung, sondern halt einfach eine Parametereinstellung und Sounddesign-Einstellung. Und das ist mir jetzt einfach mal wichtig, gerade zu dem Reverb, weil dieser Kritikpunkt zu Recht oft kommt. Der klingt nicht gut, aber das heißt nicht, dass das Device nicht gut ist. Das ist einfach so, was mein Kritikpunkt auch daran ist: die Reverbs, die mitgeliefert werden, sind luftig. Da ist noch Luft nach oben. Und dass man die vielleicht auch mal ordentlicher benennt, weil es ist zwar lustig, und ich bin ja auch ein ganz großer Fan von irgendwie lustigen Dingen, dass man auch mal ein bisschen Quatsch macht, und das finde ich total klasse. Aber so manche Sachen wie Courtyard in Minsk, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Experte. Vielleicht gibt es tatsächlich so ein Reverb oder so, keine Ahnung. Aber Darkroom in Spandau ist lustig, aber hilft mir nicht zu wissen, im Vergleich mit anderen Reverbs, was ist das für ein Teil. Klar, probiere ich die mal alle durch und guck mal, wie das alles klingt. Aber schöner wäre mehr beschreibendere, bekanntere, allgemeinere Bezeichnungen für die verschiedenen Reverbs, wo ich dann auch echt sagen kann, okay. Zum Beispiel habe ich hier Hall 1, Hall 2, Room 1, Room 2, Room Reverb. Das ist ja auch ein lustiger Name, der eigentlich gar nichts aussagt. Shimmer ist ein bekannter Begriff bei den Reverbs zum Beispiel. Space Hall kann man sich was vorstellen. Synth Tape Washer, weiß ich nicht. Underwater Reverb wäre mal was oder so, ist jetzt hier leider nicht. Tree Reverb. Irgendwie sowas. Also, da würde ich halt einfach sagen, ein bisschen mehr Liebe in diese Reverb-Presets. Es müssen ja auch nicht 5000 sein. Also wegen mir sowieso nicht. So, bei den meisten Sachen reichen wahrscheinlich 5 verschiedene Reverbs. Um Gottes Willen, ich habe nichts gesagt. Aber mal so eine. Also, ich meine, die ist ja übersichtlich hier, diese Standard-Presets. Und ich glaube, ich habe da auch kaum zusätzliche reingetan. Diese Größe an Reverbs einfach sauber benannt und wie sagt man, handwerklich einfach mal schön überarbeitet, dass auch mit diesem Stock-Device, mit diesem Reverb-Device von Bitwig, dass man da auch zeigen kann, dass da wirklich geiler Sound rauskommt. Und das kann man mit dem Ding machen. Machen halt nur die wenigsten bisher, beziehungsweise ist halt so von Hause aus luftig. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass da noch so ein bisschen Liebe mit reingeht, bisschen mehr in die Qualität rein und einfach mal sagen, so pass auf, wir machen jetzt mal eine Auswahl von bekannten Reverb-Bezeichnungen, dass die auch da drin erscheinen, und dass dann Leute, die jetzt keinen Bock haben, 5 Stunden an so einem Reverb rumzuschrauben oder sich zu lange damit zu beschäftigen, das sind wahrscheinlich auch nicht die Leute, die dieses Video hier gucken, dass die einfach sagen können, und jetzt will ich so einen Plate Reverb haben, ich will so einen Plate Reverb haben, ich will jetzt einen, was ich, Shimmer Reverb haben, aber Darkroom in Spandau kann man vielleicht als Zusatzpaket oder als Fun Reverb oder irgendwie sonst was nehmen. Aber ich habe leider schon zu viele Instrumente, Synthes oder sowas gesehen, die keine guten Presets haben. Ich wusste, dass die wirklich gut sind, aber die hat halt keiner richtig benutzt, weil viele Menschen einfach Sound haben wollen und nicht den selber bauen wollen. Auch wenn Bitwig sehr viel
Vertrauen in die Benutzer setzt, dass die viel Sounddesign machen, aber es gibt halt auch eine ganz, ganz große Menge und vermutlich ist die Mehrheit der Leute, die einfach Bock haben, Musik zu machen, die Bock haben, sich einen geilen Sound, geiles Reverb rauszusuchen und dann einfach ihr Device, anderes Preset, Klavier, keine Ahnung, Oboe, Synthi, irgendwie sonst was, Supersaw nehmen wollen und das dann in diesen wahnsinnsgeilen Reverb reinschicken. Und das Ding einfach nur klingen lassen. Die wollen einfach nur hören, machen, Musik machen statt Sounddesign. Und das sollte man auch immer so ein bisschen bedenken. Und ich denke mal, dass dann auch so diese Kritikpunkte ein bisschen verschwinden. Also denkt immer dran, zum letzten Mal, das ist nur der Grundbaukasten und der ist absichtlich so. Ich nenne es einfach rudimentär, weil schlecht ist er nicht. Er ist einfach rudimentär. Dieser Baukasten hat alles, was einen Reverb braucht. Und damit kann man auch nahezu vermutlich jeden Reverb bauen, den man möchte. Nur man muss es bauen. Und das ist für viele zu Recht zu viel verlangt. Da wäre ein bisschen mehr Pflege, ein bisschen mehr Liebe in die Presets, wäre total super. Und dann würde dieses Video auch gar nicht existieren, das auch schon wirklich wieder viel zu lange geworden ist. Und deshalb mache ich jetzt an der Stelle Cut. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zeigen, A, über die Reverbs, dass es nicht nur den Reverb selber gibt, sondern dass es noch dieses AudioFX-Package gibt, wo auch noch über mit dem GridFX was gemacht worden ist und dass da auch tolle Reverbs mit dabei sind. Und eben diese Grundphilosophie, alles ist ein Baukasten und wir können da ganz viel machen. Und das darf man nie vergessen, bei aller Kritik, berechtigter Kritik, dass viele Devices in Bitwig einem einfach Möglichkeiten geben, die man in anderen DAWs oder VSTs überhaupt gar nicht erst bekommt. Man kann an vielen kleinen Rädchen drehen, um wirklich auch in sehr intimen Momenten der Musik auch wirklich ganz tolle Sachen zu machen. Das war, glaube ich, falsch, aber egal. Ein korrekter deutscher Satz. Man kann da viele schöne Details verarbeiten in ganz ruhigen Momenten und in ganz intimen Melodiestellen oder Musik- oder Liedstellen machen, womit man bei anderen VSTs oder DAWs große Schwierigkeiten hat oder einen ganz anderen Handstand machen muss, damit man da hinkommt. Und ist einfach so die andere Herangehensweise dabei. So, jetzt aber nun wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, kommentiert, schreibt rein. Und wenn ihr auch so tolle Anregungen habt wie der Jens Schettler, dann schreibt die mir in die Kommentare rein. Und vielleicht fühle ich mich da auch kompetent genug, was darüber zu erzählen. Vielleicht auch Dinge, die stimmen. Und ja, und so euch vielleicht einfach ein Stückchen ja, zu inspirieren. Sagen wir es mal einfach so. Ihr inspiriert mich dadurch und hoffentlich inspiriere ich euch hierdurch. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch eine super schöne Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.